Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Bunyu Boost. Weiter geht's hier auf jeden Fall mit dem Thema Dubai Cars. Und ja, danke erstmal auf jeden Fall für die ganzen tollen Worte unter meinem ersten Video. Hat mich auf jeden Fall wirklich sehr gestärkt und sehr viel Kraft gegeben. Danke dafür. Ja, ich habe jetzt hier natürlich wieder weiter Gas gegeben. Heute haben wir ein neues Fahrzeug gekauft. Und es ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieses Fahrzeug gekauft habe. Was wirklich ja, wieder so einfach eine neue Erfahrung ist und mich auch irgendwo natürlich auch stolz macht, dass ich diese Möglichkeiten habe, so viel Gas zu geben und das auch mit euch teilen zu können. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr auch Spaß dran habt. Habe ich auch den ganzen Daumen hoch gesehen. Also das macht echt wirklich, wirklich sehr viel Laune. Hier haben wir heute auf jeden Fall ein spezielles Fahrzeug wieder uns geangelt. Und dann werden wir das Fahrzeug uns gleich mal einmal zusammen anschauen. Also Leute, bleibt dran, denn es wird auf jeden Fall richtig geil. So, den Bentley haben wir getankt für 62 Euro voll komplett. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Und ja, hier passen auf jeden Fall natürlich mehr Liter rein. Ich glaube 100 Liter oder sowas waren das jetzt. Warte mal. Steht die eiskalt nicht drauf. Steht die eiskalt nicht auf der Rechnung drauf. Hier stehen nur 250 Dirham. Ich weiß leider auch gerade nicht, wie viel Dirham ein Liter waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich für 62 Euro jetzt vollgetankt. Und es wird aber leider schon langsam dunkel. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das Video heute jetzt weiterführen soll oder morgen. Schauen wir jetzt einfach mal, wie nach, je nachdem. Ich suche jetzt hier gerade so ein abgelegenes Plätzchen. Dann werden wir uns weiter mit diesem schönen Wagen befassen. Also meine Freunde, wie ihr seht, es ist schon extrem dunkel geworden. Das Gefühl gerade mal 30 Minuten her, dass ich angefangen habe, das Video zu drehen. Auf jeden Fall werden wir dann, da es halt auch ehrlich gesagt länger gedauert hat mit dem Verkäufer, bis wir das alles abgewickelt haben, lief nicht so schnell, wie ich mir das gedacht habe. Wir werden aber auf jeden Fall dann morgen weiter drehen. Ich habe jetzt nur hier eine geile Strecke gefunden, wenn ich jetzt hier wende. Machen wir kurz schon mal die 0 auf 100 Messung, um einmal kurz zu sehen, was der schon mal 0 auf 100 kann. Und ich habe auch eben noch eine Story gepostet, ihr konntet eure Fragen darunter stellen. Von daher passt das auch, dass ich dann morgen weiter drehe. So. 0 auf 100, 5,4, wenn ihr mal so sieht. Was für so einen schweren Koloss auf jeden Fall nicht schlecht ist, würde ich mal sagen. Ne? Ist okay. Also, bis gleich. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade hier in meinem Apartment mit diesem totalen Aufblick, Leute. Ich stehe einfach wirklich jeden Morgen auf und sehe dieses Bild. Aber ich bin auch offen und ehrlich, auf Kamera kommt das einfach nicht so rüber wie in Live. Wenn du schon hier stehst, ist hier leicht schwindelig. Da kriegt man schon leichte Höhenangst auf jeden Fall. Aber schaut euch das mal an einfach. Genießt das mal wirklich mal eine Sekunde hier. Da oben ist richtiger Verkehr. Man braucht fast 10 Minuten da entlang zu fahren. Und ja, heute, meine Damen und Herren, zeige ich euch mal unser neues Prachtstück. Ich habe wirklich den günstigsten Bentley Continental Supersport Limited Edition 11 von 16 hier in Dubai geschnappt mit einer unfassbaren Optik. Wieder auch in einem Sammlerzustand, wieder RS5. Schaut euch das mal einfach wie so ein Labyrinth hier, ne? Und dann noch da. Und den werden wir heute mal wirklich unter die Lupe nehmen und auch eure Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Da könnt ihr mir gerne immer noch folgen unter Bunyu Boost. Das blende ich euch jetzt mal hier ein. Und das Fahrzeug ist schon online. Ich habe den schon etwas länger. Ich habe das nämlich geschafft, da den zu filmen, da ich ja, jetzt auf so viele Projekte auf einmal gestartet habe. Und das mega anstrengend ist auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das auf jeden Fall gemeistert. Jetzt fahren wir mal runter hier. Ich habe einfach aus dem Parkhaus von dem Hotel so ein kleines Autohandel gemacht. Ich habe da so immer wieder zwei Autos stehen. Aber hier ist auf jeden Fall, die sind richtig easy. Ich habe mir das erklärt und so. Ich habe mir das erklärt, weil ich ja, noch keinen Showroom hier habe. Ne? Aber war einfach kein Problem, alles gut. So, da steht der Audi RS5. Den versuche ich auf jeden Fall nächste Woche, denke ich mal, zu verschicken. Der steht jetzt hier wirklich seit, keine Ahnung, seit 2 Wochen auf. Also, wir haben gerade noch darüber gesprochen. Jetzt habe ich hier so eine Aufforderung bekommen, das Fahrzeug wegzuparken. Und dann tun wir das mal jetzt auch. Vielleicht gehört ja hier auch
Und dann geht das Theater los. Die Schlüssel sind nicht im Bentley, sondern in einem anderen Fahrzeug, der gerade beim Lackierer steht. Und da fahren wir auch gleich sowieso hin. Dann stelle ich ihn auf jeden Fall später um. So, jetzt langsam kommen wir mal zum Thema hier, worum es eigentlich hier geht. Die Parkplätze von dem Apartment, wo ich schlafe, sind die drei hier. Und dann werde ich ihn einfach jetzt morgen hinstellen. Das gehört zum Apartment. Und da ist schon das Batmobil. So wirklich absolut krankes Stück, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall mein erstes Mal Bentley. Nie vorher weder gefahren noch mal drin gesessen. Das ist auf jeden Fall der Kaltstart von dem Bentley. W12 Biturbo. Allerdings die Leistung, weiß ich nicht. Die kickt jetzt nicht so rein wie, was weiß ich, bei so einem CLS 63 oder so. Obwohl das hier ein V12 Biturbo ist. Mit 630 PS. Ist halt ein Cruiser, ist ja so ein Bentley Rolls Royce. Das ist ja so diese Kategorie und also der übermittelt auf jeden Fall sehr gute Fahrwerte. Das werden wir auf jeden Fall heute testen. So, jetzt habe ich mal hier so ein kleines ruhiges Plätzchen wieder gefunden und kann euch den gut mal hier in seiner vollen Pracht vorstellen. Also, was haben wir hier? Hier ist ein Bentley Continental Super Sport Limited Edition W12 Biturbo. 6 Liter Hubraum und 630 PS. Ehrlich gesagt kenne ich auch gar nicht mal so wirklich gut aus. Das einzige sind Merkmale von dieser Limited Edition, diese roten Umrandungen überall hier in der Front. Wie gesehen, und Scheinwerfer haben wir hier verbaut. Das Fahrzeug ist aus 2010, hat, wo ich ihn übernommen habe, gerade mal 59.000 Kilometer. Jetzt sind wir kurz vor der 60.000er Grenze. Wir haben hier eine extrem große Carbon-Keramik-Bremsanlage von Bentley. Die größte Bremse, die ich auf jeden Fall jemals besessen habe, die packt auch wirklich unnormal zu. Hier haben wir nochmal Supersport so ein Patch drauf geklebt. Ja, ansonsten haben wir auch auf jeden Fall eine richtig geile Linienführung. Das krasseste und das geilste überhaupt, keine B-Säule. So, dann haben wir hier 11 von 16 Supersports Limited Edition stehen mit Carbon-Applikationen. Leder Alcantara mit einer richtig geilen Rautensteppung. Dann das Ganze auch alles so in rot-schwarz gehalten. Das ist wieder das Besondere an diesem Modell. Wir haben hier die Bugatti Veyron-Sitze verbaut. 1:1, die auch im Bugatti verbaut sind. Mit Carbon hier, Carbon am Rücken. Und wenn wir mal so schauen, alles Carbon, haben wir gar keine Rücksitze. Das ist halt... Hier habe ich wieder so ein paar Sachen dabei, weil es war auch ein paar Tage kalt. Gar keine Sitze verbaut. Es ist ein reiner Zweisitzer mit einer extrem krassen Carbon-Domstrebe hier vorhanden auch. So, Service sind wir bei 56.800 im April 2022. Ölwechsel gemacht. Sehr VW-lastig, muss ich sagen. Dieses Tacho in der Mitte zum Beispiel. Das hier, das kenne ich vom Audi TT. Also sehr viel... Ja, gemischt, sage ich mal. Luftfahrwerk haben wir hier auf jeden Fall auch. Autolicht, elektrisches Lenkrad, beheizbares Lenkrad, Sitzheizung, Navi, Klimaautomatik und so weiter und so fort. Auch richtig cool. Die Lüfter kann man so zumachen oder so aufmachen. Auch richtig interessant, habe ich auch noch nicht so gesehen. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier so einen Heckspoiler, den kann man ein- und ausfahren. Das ist das Heck, volle LED-Rückleuchten, zwei Endröhren. Warten wir mal, schauen wir mal da rein. Ja, da drin sind auf jeden Fall dann vier Endrohren, zwei so Blenden halt für die Optik. Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr gepflegter Wagen. Ein wirklich sehr, sehr gepflegter Wagen. Ich habe den auch ehrlich gesagt nur übernommen und einmal von außen gewaschen. Ich fahre den jetzt, wie gesagt, knapp 1000 Kilometer ohne irgendwelche Probleme oder irgendwas Auffälligkeiten. Dann werden wir mal jetzt hier eine 0 auf 100er Messung durchführen. Dann würde ich schon sagen, meine Lieben, hätte ich schon dieses Video auch beendet. Denn mehr gibt es dazu nicht. Ach, stimmt. Moment. Ihr habt mir noch Fragen gestellt. Die werde ich euch jetzt auf jeden Fall beantworten. Viele haben gefragt, ob das ein W12 ist. Das ist ein W12. Es gibt V12 und W12. Der hier ist ein W12. Also, was ist der Unterschied zwischen einem V12 und einem W12? Der V12 hat zwei Zylinderreihen mit jeweils sechs Zylindern in V-Form, die also V-Form zu der Kurbelwelle stehen. Und der W12 hat drei Zylinderreihen mit jeweils vier Zylindern, bei dem so zwei wie ein V zur Kurbelwelle stehen, deswegen dann W12. Ja, und das dritte steht halt mittig. Das sieht dann halt aus wie der Buchstabe W und ja, deswegen haben die dann, sag ich mal, sich dazu entschieden,
da das W12 zu nennen. Einer hat noch dazu geschrieben, was mir in Dubai gefällt. Auf jeden Fall, ich fühle mich wirklich, wirklich mittlerweile sehr, sehr wohl hier. Wie viel PS hat der Hobel, hat einer geschrieben. Ja, 630 PS stehen hier an. Die neueren Modelle, weiß ich gar nicht, wie viel PS. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass da V8 Biturbos eingebaut wurden. Ist Bentley das Geld wert? Ich habe noch nicht gefahren, aber die Leute, die das Auto gefahren, sagen nur was Positives, soll richtig komfortabel sein. Das kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen. Der Wagen ist wirklich mega entspannt zum Reisen. Wenn du im D-Modus fährst, gleitet er wirklich so förmlich über die Straße. Wenn du dann allerdings auf Sportmodus gehst, geht auf jeden Fall die Klappen auf hinten und der Wagen wird lauter und sportlicher. Dann noch dazu kannst du noch hier die Dämpfer, wenn du hier drauf drückst, zum Beispiel hier, zack, auf Sport verstellen. Luftfahrwerk kannst du dann hoch und runter stellen. Also da kann man dem, sag ich mal, auch schon etwas sportlicher bewegen. Aber man merkt auf jeden Fall das Gewicht bei dem Fahrzeug und es ist kein wirklicher Sportwagen, ne? Und ja, ich denke, der Wagen ist jeden Cent wert. Ja, das waren schon alle Fragen, meine Freunde. Jetzt schließe ich mal hier die Uhr an. Geil. E55 W210 Kombi habe ich jetzt auch noch nicht so hier gesehen. So, jetzt warten wir mal auf die Box ab, dass die Satellit bekommt. Und dann geben wir mal hier einmal richtig Vollgas. Das Geile ist, die Bremse ist so perfekt stark, dass du innerhalb von kurzer Zeit wieder zum Stehen kommst. Richtig geil. So, jetzt habe ich den mal hier auf jeden Fall im Sportmodus. Und man hört jetzt auf jeden Fall Sound. So leichtes, ja, so leichtes Geballer hinten kommt aus dem Auspuff. Und los geht's. Sekunden. Ja, ich sag mal, für so einen Koloss, der über 2 Tonnen wiegt, gar nicht mal so schlecht. Also, meine Freunde, der Wagen steht bei BS Dubai Cars. Die Seite verlinke ich euch jetzt auf jeden Fall. Wer da Bock drauf hat, einfach anschreiben, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, was ich mit dem Wagen hier drehen soll. Solange der noch da ist, kann ich das auf jeden Fall gerne tun. Gar kein Thema. Lasst schon mal in dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo da. Denn nur dann, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, viel Spaß.